So, ein herzlich willkommen. Ja, ich habe einen Warrior bekommen von dem DJ Joanne oder Johan. Johan, ja, Johan wird ja eigentlich mit H geschrieben. Deswegen Joanne, denke ich mal. Recht herzlichen Dank dafür, dass du mir deinen Char zur Verfügung stellst für die BM3-Quest. Quest sei schon für den BM3-Guide. Ich weiß nur nicht ganz genau, was ich bei dir platt machen darf. Ich mach das mal kurz so. Also, das ist jetzt, ich denke mal, du guckst selber das Video auch. Das ist jetzt Nummer 3. Ich werde da ein bisschen jetzt was verändern. Nicht, dass du dich bis wunderst. Das heißt, das ist A. Nee, wo ist A? Da ist A. Genau, A, B. Perfekt. BM hast du? Da, Erxdestroyer. Okay, ja, bei dem Warrior wird ja immer gerne, oder wird ein, ich kann das immer noch nicht ganz aussprechen, Synergy, irgendwie so. Also die Fatal Attack, eine wird davon ausgelassen. Und zwar ist es folgendermaßen, also ich mache jetzt mal an. Oh, kleiner Leck, okay. Das wäre, ich habe nämlich noch die Liste hier offen, und zwar der. Das ist jetzt A, B, ne, falsch, das war jetzt A, A, B, A, Weak Armor. Der ist folgendermaßen, der gibt euch minus 500 HP und dem Gegner minus 5% Defense. Ist ein schicker Debuff eigentlich, aber 5% ist nicht gerade viel, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, wie das sich auswirkt bei Bossen, das weiß ich überhaupt nicht. Also so viel ich weiß, benutzen Warrior für Damage den überhaupt nicht. Je nachdem, wie ihr jetzt, gibt es ja jetzt den anderen, den zeige ich euch auch, das wäre ABAA. Der gibt nämlich Crit Damage und Crit Rate dazu. Ah, da haben wir das doch. Das ist jetzt A, B, A, A. Ganz genau, der gibt 5 Rate dazu und 20 Crit Damage. Das heißt, wir haben jetzt 48. Jetzt warte ich hier kurz die Zeit ab. Ich hoffe, ich habe noch genug. Ja, müsste eigentlich lang. Das heißt jetzt A, B, A, A, A. Also ich mache den jetzt doppelt. Also, das heißt, er gibt nochmal 2 Rate dazu. Gut. 2 Max Crit Rate und 2 Rate. Also das heißt, wenn ihr beide macht, würdet ihr 7 Rate dazu bekommen. Plus 7 Max Crit Rate. Jetzt muss man kurz die BM-Cooldown warten. Ich gucke mir kurz die andere nochmal an. Das ist Increase Fighting Spirit. Der würde ich mal sagen, würde ich auf jeden Fall auch noch dazu nehmen. Der gibt nämlich euch HP minus 500. Gibt gleichzeitig ein Debuff für den anderen, also für den Gegner, minus HP 500 und gibt euch noch dazu Swords Amp 10%. Genauso wie meiner. Auch nicht schlecht. So, BM ist ready. So, ich wollte aber noch einmal den testen. Ich will wissen, wie viel Crit Damage jetzt der dazu gibt, wenn man den zweimal hintereinander macht. 20 gibt er ja als erstes. Okay, ganze 10 gibt er nochmal dazu. Also 10, also 30 Crit Damage und 7 Rate würdet ihr kriegen, wenn ihr den macht. Viele benutzen das nämlich so. Da ja auch die BM3 ziemlich stark auf Crit Damage ausgelegt ist. Dann gibt es ja jetzt noch den anderen, das wäre B, A, A, B. Und der gibt euch 10% Amp dazu. So, für den, so wie beim Forceblade auch, würde ich euch, falls ihr alle drei Fatale Attack habt oder ihr gerade anfangt einen Boss zu hauen, würde ich euch auch empfehlen, wie beim Forceblade, wie ich das erklärt habe, einmal als erstes den Crit Rate, den einmal durchlaufen lassen, dann wieder ganz normal anfangen. Ja, wie gesagt, die beiden Crit Damage und Crit Rate Dinger und dann am Schluss nochmal den Amp. Wie ihr seht, Explode Angel ist auch ein bisschen doller ausgedrückt. Also,
bisschen deutlicher markiert, weil der zweimal gecastet worden ist. Ja, das war es eigentlich bei dem Warrior. So habe ich das. Also, ich kenne mich nicht mit Warrior so gut aus. Ich bin jetzt nicht der King da drin. Also, wenn ich was falsch sage oder so, dann korrigiert mich auf jeden Fall. Aber den großen Warriors, also die ich auch kenne, und die ich auch gefragt habe, die benutzen das alle so. Da ja auch die BM3, hätte ich nämlich genauso eigentlich getan, weil die BM3 ja mehr auf Crit Damage ausgelegt ist, hätte ich auch zweimal den Crit Damage Ding genommen und einmal den Sword Amp. Und bei der anderen Sache mit den minus 5% Debuff, weiß ich nicht, ob der wirklich so dolle ist. Ich vermute mal eher nicht, weil der auch so gut wie keine Sau benutzt. Also vermute ich mal nicht. Okay, das war's eigentlich von mir. Ich sag dann bis dahin tschüss und bis zum nächsten Mal.